Tagesausflug in den Harz am 1. Juli 2018. Unser erstes Ziel war der Hexentanzplatz bei Thale, eines der beliebtesten Ausflugsziele im Harz. Es gibt einen Tierpark, Rodelbahn, eine Seilbahn, Bergtheater, Spielplatz für Kinder und noch vieles mehr, wie ihr hier gleich sehen könnt. Hier ein herrlicher Blick auf Thale. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier geht es nun zum Tierpark. Da wir aber noch weiter wollten, sind wir nur bis zum Eingang gegangen. Hier nochmal ein kurzer Blick auf die Rodelbahn. Nun geht es weiter Richtung Quedlinburg. Nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Hier sind wir schon auf dem Marktplatz von Quedlinburg, wo wir auch zu Mittag gegessen haben. Nun noch ein kleiner Stadtbummel bei herrlichem Sonnenschein. Nun geht es noch ins Brauhaus. Hier noch die Getränkekarte vom Brauhaus. Huh?
Jetzt machen wir noch einen Rundgang ums Schloss. Dann sind wir weiter nach Wernigerode, auch ein sehr schönes Städtchen. Hier war Samstag und Sonntag ein Weinfest. Heute wurde wieder abgebaut. Hier das schöne Rathaus von Wernigerode. Hier die Brockenbahn mit einer alten Dampflok. Hiermit kann man von mehreren Stationen aus direkt bis zur Spitze des Brockens fahren. Hier wird die Lok nochmal ordentlich geputzt. Hier noch ein Stück Richtung Brocken. Der Sturm hat hier sehr viele Bäume entwurzelt oder direkt abgeknickt. Jetzt geht es nochmal durch Schirke Richtung Heimat. Es war eine sehr schöne Tagesfahrt. Sind sehr gut durchgekommen, ohne Stau. Und waren um 22 Uhr wieder zu Hause. Wir bedanken uns für euren Aufruf, in der Hoffnung, dass euch das kleine Video ein bisschen gefallen hat. Für einen Daumen hoch würden wir uns freuen.